Okay. Dann lass uns das mal ausprobieren. Ich mag solche Puzzle eigentlich. So, Mosaik-Puzzle. Ja, ups. Ja, naja, hat nicht ganz die Form. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht auch gut aus. Erstmal macht man natürlich bei jedem Puzzle den Rand. Wo ist noch eine dünne Linie? Ich brauche so eine Ecke. Das hier eventuell? Ah, nee, fast. Nicht ganz. Das hier könnte es noch sein. Nee. Die anderen Linien sind eigentlich alle zu dünn. Oh, nee, das ist der hier, muss es sein. Ja, das ist der hier. Da brauche ich so eine ganz lange, flache Linie. Der hier sein. Was? Ich brauche noch eigentlich so eine Spitze von der Pyramide. Ne, das ist war ganz anders. Das würde hier sich gerade so schön als unten laufende Kante anbieten hier. Aber das Ende ist nicht richtig von dem Teil. Könnte natürlich auch das hier sein, genau. Da unten der Streifen. Was ist eigentlich? Ach, das ist Kaugummi. Ich wollte gerade sagen, ist das auch irgendein Hinweis? Richtig Kaugummi einfach nur. Oh, 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 oh. Das, da haben wir jetzt so einige. Nee, das passt auch nicht rein. Das hier passt rein. Oh, das wäre so schön gewesen. Das könnte hier... Oh nee, echt nicht. Nee, das auch nicht so wirklich. Vielleicht das hier? Ja, das sieht gut aus. Genau. Das war auf jeden Fall eins von denen. Ich mach das fertig, dass ich hier unten... Da unten das Dreieck will nicht... Will mir nicht... Oh! Oh, 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 oh. Hier rein. Na, du musst dahin machen, das kommt dorthin. Ich puzzle dann mal selber was. So. Ich will eigentlich so eine Ecke finden, aber das könnte auch aus zwei Teilen bestehen, von daher. Auch noch etwas mit einer langen Kante, wo so eine Linie. Eventuell, das könnte hier hinkommen. Jawohl, das passt hier so gut rein. Und dann brauche ich noch etwas Dickes an der einen Seite mit drei Seiten. Nee, das ist die falsche Form. Hier, das hier. Genau. Nein, das passt überhaupt nicht. Das sieht gut aus. Gut. Das Minigame ist schön. Ja, ne? Das ist hier schön entspannt. Es geht immer weiter voran. Ist gar nicht kein Problem. Das hier wird gut so ein dreieckiges reinpassen. Zum Beispiel das hier. Perfekt. Ne, das hat einen schärferen Winkel. Dann könnte das vielleicht das hier sein. Das könnte passen. Gut. Ne, das passt nicht. Oh, das könnte vom Muster passen. Ne, auch nicht. Okay. Ne. Aber sowas könnte hier reinpassen. Das hat nicht von der Farbe. Das passt so exquisit. Hier könnte das passen. Genau, perfekt. Lester, bitte! Lester, bitte! Lester McSumpf, danke für den Follow. Das sieht gut aus. Das ist hier gerade eher random. Nee, das sieht besser aus. Oh, wird da trotzdem noch was fehlen? Das sieht auch gut aus.
Hä? Warum passt das denn nicht? Gell? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Aber so hat alles schön ein Muster ergeben. Huch, was? Komisches Symbol, ne? Huch. Ja, wenn ich jetzt verlasse, wird dann alles, also zumindest das Muster passt jetzt gerade. Was gibt es, zeigt es mir irgendwas Bestimmtes an, das Muster? Weiß ich nicht. Augen zusammenkneifen, nein? Ich hoffe, er setzt mir jetzt nicht alles zurück, wenn ich es verlasse. Da fehlt ein Stück Scheibe. Ob ich noch eins brauche? Nee, das passt auch von seinem Muster her nirgendwo rein. Hier so ein bisschen. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein! Geh rein! Einfach nur oft genug! Ding, du sollst! Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhl? Einfach nur fest genug! God damn it! Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber da kaufen sie doch gut aus. Ganz genau. Allerdings auch nicht besser als vorher. Okay. Was haben wir noch? Sicherungskasten. Taschenlampe, okay. Sicherungsschalter, okay. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Nice. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U. Every time! Rufus. Rufus, dupidu, Rufus. Okay, Taschenlampe? Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Gell? Okay. Gucken wir erstmal, was beim Fahrstuhl passiert. Ich nehme an, ich brauche immer noch hier Öl oder irgendwie sowas. Das heißt, da wird erst gar nichts passieren können. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Oh, nee, geht doch. Wohin fahren wir jetzt? Oh. Hallo. So weit, so gut. Oh, guck mal, Elysium da oben. Oh, huch, scheiße. Was ist das für ein Geräusch? Wollte ein bisschen... Was ist das für ein Geräusch? Einiges. Oh, oh. Einiges geschieht. Ach, das ist dieser Kreuzer, oder? Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte das mir das besser mal aus der Nähe angucken. Ja, wo hat das Ding denn geparkt? Ich hab's nicht gesehen. Nicht genau gesehen. Mal hier. Ist ja alles umgestoßen. Einmal hebt man die Arme hoch. Guck mal hier. Sauerei hier. Das ist natürlich unglücklich. Zum Glück war das eine Dose. Dann ist nicht, wäre das ein Glas gewesen, dann wäre gleich alles ausgelaufen hier. So, warte mal. Notboot. Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Ich bin so schön. Notboot? Kann ich da rein? Warum eigentlich nicht? Kennt die Nadel, danke für den Follow. Die Aufstiegscodes, da war ja was. Da war ja was. Die müssten wir erst noch herausfinden. Also Notboot, mit dem kommen wir dann nach oben hin. Notboot. Ich war noch nie so nah dran. Das glaube ich dir. Noch mehr zu sagen? Flagge. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Ja, das ist ja die Flagge zum Aufgeben. Hallo? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für...
Ja, aber dafür haben wir einen Hebel da. Flaggenmast. Ich spare mir meine... Auch nicht. Öp. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Müssen wir nur herausfinden... Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Oh Junge. Müssen wir nur herausfinden, mit was, bei was für einer Farbe sie uns abholen. Weil weiß scheint ja... Schnörkel. Nimm mal einen Schnörkel mit. Das war's? Okay. Ja, ich versuche parallel hier ein bisschen abzutrocknen. Mein Katapult hatte eine ähnliche Form. Nur, dass Menschen reinpasst. Ach, apropos. Hier haben wir jetzt mit dem Stein. Jetzt brauche ich nur noch etwas, ein Band oder so. Kann ich das gekaute Kaugummi irgendwie so spannen? Muss nur lang genug ziehen. Ja, genau. Tödliche Schusswaffe. Check. Kann ich da noch einen Stein direkt rein? Vorbereiten. Munition. Steinschleuder. Check. Alles tropft hier alles. Ach, sehr gut. Das hier wollte ich sowieso schon länger wegschmeißen. Kommt mir das gerade recht? Bin ich mal wieder hier gezwungen aufzurollen. So, was passiert, wenn ich am Hebel ziehe? Zieh am Hebel. Verloren. Jo. Okay, kann ich jetzt die Flagge mitnehmen? Jo, okay. Flagge, okay. Ja, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Ich habe jetzt noch einige andere Pläne. Wir haben noch so einige Objekte rumliegen, die eigentlich nochmal irgendwann richtig Benutzung hier. Sexspielzeuge, ist ja klar. Auf meinem Schreibtisch, ist ja klar. Ja, warte mal. Gleich mal die Steinschleuderte. Oh! Oh, ist das Cletus? Das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Der gleiche Synchronsprecher. Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Ulysses. Machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Natürlich nicht so attraktiv. Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Gnade ihm Schrott. So, ich habe schon alles Nötige gebaut. Lass mal kurz speichern vielleicht nochmal. Alles klar da hinten, Schatz? Du hörst dich dezent am Ersticken an. Los, mach's dunkel! Alle Mann auf Gefechtsstation!
Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Ist da jemand krank? Nee, sie hat sich nur verschluckt. Und jetzt weitermachen. Ich sehe mich selbst nicht mehr. Lampenschirm mitnehmen? Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Stimmt doch gar nicht. Nicht nötig. Das Passwort ist Ruhe. Taschenlampe. Ich kann Blenden. Nicht näher ran. Die Organons. Nein, hier. Ich spare mir meine. Könnte auch wieder zurückgehen. Kann ich einfach vorbeimarschieren? Ich kann nicht die Organ. Es ist halt im Dunkeln. Rette sie, Stone. Alles ist wieder gut. Ich habe Stardew Valley geschenkt bekommen und es macht Spaß, damit zu spielen, um abends abzuschalten. Ja, Celestis, ne? Freut mich, dass du es für dich gefunden hast. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Fröhliches Nicht-Ersticken. Ab wann spielst du Elder Scrolls Online im PvP? Im PvP erst, wenn ich Level 10 erreicht habe. Eben Herzpakt. Nein, ich spare mir. Ich kann die Organon. Warte, lass mich mal kurz. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Erstmal anschauen. Sieht aus wie der Kratzkragen bei einem Hund oder der von Goals Verlobtem. Nice. Und wieder einmal hat Fang. Upsi. Upsi. Okay. Geh ich mal zurück. Oh. Woher wusste er, dass das Passwort Rufus ist? Wollen wir mal zu ihm jetzt fahren? Mal gucken, was der macht. Verfolgen, beobachten. Ich mach eh so wahrscheinlich so um 9 oder so. Find Stündchen. Momentan finde ich einfach Deponia zu geil. Ich will immer weiterspielen. Soll ich den jetzt einfach konfrontieren? Kletes, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen. Ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub Natürlich. Das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal. Und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Nein. Der Deal steht also der noch. Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Macht aus diesem Mumie einen Simi. Simi? Achso, Singleplayer Mittwoch. Normalerweise habe ich ja bisher immer so 50-50 gemacht, ne? Hälfte der Zeit Singleplayer, andere Hälfte der Zeit Multiplayer. Bloß halt immer umgekehrt, zuerst Multiplayer und dann Singleplayer. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich habe zuerst gefragt. Ja, Gil. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja. Ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Wie in One Piece. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Wow. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Troglodyt? Was ich hingegen nicht verstehe.
Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt. Warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses' Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine... Ja, schon. Was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon. Aber... Oh, dringt jetzt doch ausnahmsweise mal das Gute aus ihm hervor? Da dringt es durch. Ja, gell, Deponia, wieso wollt ihr überhaupt den ganzen Planeten sprengen? Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen. Abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratzfatz. Puh. Das ist ganz schön harter Tobak, wie er schon gesagt hat. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja. Da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Glaube, ich habe irgendwas verpasst. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja. Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und... Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein. Ja. Du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt. Was? Damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo. Dann hast du ja doch alles verstanden. Wie zufrieden er guckt. Junge, ich bin so gut. Ich bin so... Yay. Oh. So, nee, super, ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Nein, das kann ich auf keinen Fall zulassen. Ich habe doch ein gutes Herz. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Goddammit, es gibt nur die eine Auswahlmöglichkeit. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Es stinkt müllig. Hier leben nur Idioten, das haben wir schon gesagt. Alles. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Was für ein Deo? Mein was? Hier gibt es nur Müll. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche. Aber deine Freunde... Das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf
Müll. Wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst der Bohnherr tatsächlich zu hassen. Sich einiges aufgestaut. Also, der Deal? Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Triggered! Warum siehst du mir so ähnlich? Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, Geld? Dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Gerade vorhin. Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Oh Mann. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Grumbi. Leponia zu springen, ja, das wissen wir mittlerweile schon. Ich gehe Na und gut. hole Goal. Na endlich. God damn it. Wir müssen ihn noch irgendwie ablenken. Tasche. Finger weg. Verdammt. Habe ich irgendwas, um ihn zufällig abzulenken oder so? I don't know. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Ja, ups. Ich will dir nicht Goal bringen, Mann. Ich will noch einen Weg finden, wie ich irgendwas hier ablenken kann. Möchte noch irgendwas hier? Seht her! Ich habe mir eine Fahne umgehängt und bin jetzt ein Lord. Ja. Das ist der falsche Moment. Idiot! Idiot! Hau ihn mit dem Stock! Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Du sollst ihn mit dem Stock hauen! Ich glaube, habe ich überhaupt irgendeine andere Wahl? Ich will an die Tasche, aber dazu... Vielleicht, wenn ich ihm Goal bringe, geht er von der Tasche weg und dann muss ich Goal schnell hinterherreisen, um sie zurückzuholen. Na, sie werden es mich schon nicht tun lassen. Ich weiß immer noch nicht, wozu dieser Öltank da ist. Aber das Problem ist, der Typ ist immer noch da. Kann ich jetzt vorbei? Ich kann nicht die Organons... Organons würden mich sehen. Was ist, wenn ich die leuchtende Phosphorzuckerwatte esse? Sie schimmert leicht im Dunkeln. Hat nichts gebracht, okay. Ich spare mir. Ich kann die Organ. Ist hier noch irgendwas zum Interagieren? Was kann ich denn? Oh! Eine Halterung. Weiß nicht wozu, aber ich habe mir schon gedacht, damit kann ich mir irgendeine Halterung machen. Ich weiß nicht, was will ich mir denn damit halten? Eine Flagge zum Aufgeben? Wenn oder so? Etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Alles klar. Kein Problem. Lampe? Ich weiß nicht genau. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Ach ja. Upsi, upsi. Ein Haken. Jetzt kann ich es heranziehen? Ah, okay. Ich weiß nicht wofür, ich habe jetzt einen Lampenschirm. Sieht aus wie der Kratz oder der von Goals Verlobtem. Deponia, das Gespräch war geil. Kann ich jetzt irgendwie... Den Schirm habe ich mir... Habe ich mir schon geangelt, ja. Das gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht, um als Cletus durchzugehen. Außerdem ist die Frisur noch nicht fettig genug. Fettig genug, hast du gesagt? Das heißt, ich will den Mob hier in Öl reintunken oder so? Schön fettig machen, jawohl. Ugh. Das gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht, um als Cletus durchzugehen.
Okay. Wenn etwas auf 5... Ist auch nicht. Upsi. Den Schirm habe ich, dieses Rätsel zu lösen. Mit keinem Zuckerschlecken, oder? Die aktuellen Sachen irgendwie zusammen kombinieren. Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletes. Genau. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Ja, die haben wir ja schon. Wird das hier hinmachen? Schleimige Frisur. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Jetzt will ich wissen, was eine alte Lampenschirmnummer war. Kann ich das direkt ausrüsten? Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Dunkelheit. Also direkt hier. Sollte mal kurz speichern. Ja, jetzt müsste Rufus doch eine Leuchte sein mit der... leuchtenden Zuckerwatte im Bauch. Ich habe mich auch gefragt, ob er anfängt gleich zu leuchten, wenn wir das hier... wenn wir ihm das zu essen geben. Aber nicht ganz. So, kann ich jetzt hier... benutze das mit dem da. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Okay, oder direkt im Inventar. Genial. Und auf geht's. Jetzt trickst du ihn aus. Diesmal habe ich mich wirklich... selbst übertroffen. Meins. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Ja, ja. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Dammit. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Oh, können... Also wir brauchen auf jeden Fall die Datasette, bevor es da weitergeht. Vielleicht können wir jetzt so ein Wortduell machen, als Cletus verkleidet. Das wäre auch eine Idee. Ein Wortduell als Cletus verkleidet, so lange, bis er selbst verwirrt ist. Die Verkleidung ist perfekt. Noch nicht. Es fehlt noch eine Dunkelheit. Dunkelheit! Finger weg! Verdammt! Mist, hau ihn! Das ist nicht mein Fehler. Kann ich hier doch nicht... Willst du eine Sardelle eigentlich? Das ist nicht mein Fehler. Ich kann Gaul nicht holen gehen wegen deiner blöden Dings. Aber, oder vielleicht kann ich ihn einfach ansprechen wegen der Datasette. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Der lässt mehr mich nicht haben vorbei. Wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Warum nicht? Aber ich brauche die... Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf... Ich komme sonst nicht vorbei. Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus, mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Na klar. Bol ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht ihr gut. Eigentlich ja, ist es okay, beschädigt. Super. Aber das Implantat. Ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gut zu wissen. Diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist... Bringst du sie unverzüglich hierher? Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Ja, hört man doch, natürlich. Die Backup-Datasette. Das soll Golds Backup-Bewusstsein sein. Aber ihre wichtigste Erinnerung fehlt. Ich...
Ja. Oh. Wäre ja passend, dass er anfängt zu leuchten. Cletus hat ja auch so einen komischen Schimmer um sich. Ja, stimmt. Edna bricht aus. Harveys neue Augen und die vier Deponia-Teile sind alles Point-and-Click-Adventures mit Top-Humor. Ja. Mal eine ganz andere Art von Humor. Definitiv mehr auf der Random-Seite. Genial. Und auf geht's. Willkommen zurück, Scorpio. Du hast Schlangengummibären. Selbst übertroffen. So, also. Das hatten wir schon. Und? Was und? Die Datasette. Na klar, hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Amtmann. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Na klar. Das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Ja, aber dann können wir nicht mehr mit Goal zurückgehen. Also, falls wir das jemals geplant haben sollten. Ich nehme an, wir nehmen jetzt Goal mit und dann verdünnisieren wir uns darüber über den anderen Weg, wo wir bisher noch nichts machen konnten. Goal? Oh shit, sie ist weg. Was ist so viel grünes Zeug? Zappalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Sie hat einfach zu viel Zuckerwatte gegessen. Das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Ja, zum Beispiel diese Phosphorlage. Was ist hier passiert? Naja, wir wissen ja, wo es so grün ist. Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Da ist es auch grün. Da hinten, links drin. Stimmt hier irgendwo. Hallo. Oh, vielleicht kann ich jetzt mit dem besonders langen Haken so... Ich spare mir meine Telekinese. Nein. Ich spare mir... Schnabelkuscheltier, bist ich du das? Ich spare mir... Kann ich jetzt vielleicht mit dem längeren Haken so? Einen Schritt näher und ich erspare... Ich spare... Ich spare... Ich spare... Sicher? Sicher, dass ich hier nichts ich machen spare kann? Mir oder vielleicht ich spare mit dem... Mir meine auch nicht, mit dem längeren Kranhebel, okay. Ich spare mir dann lieber. Kann ich irgendwie reinleuchten? Auch nicht. Ich spare mir... Da komme ich auch noch nicht hoch. Ja, das wäre super, aber so lange... Jetzt habe ich keins der Steinchen mehr, die ich nochmal da irgendwie reinwerfen könnte. Kann ich nochmal irgendwas hier machen? Nur Wasser. Nur aber Wasser. Solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Ja, aber so... Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt? Ich hätte... Okay, ich dachte, vielleicht kann ich noch Batterien rausholen oder so. Ich spare mir mein... Da kann ich aber auch nicht hin. Okay. Gut, dann, pass auf. Dann wollen wir mal der Phosphorspur folgen. Er hat gesagt, im Dunkeln kann man das gar nicht sehen. Dann lass mich mal kurz... Hier auf... Jetzt steht er auf... Calzone, Igitt. Auf die grüne. Jetzt steht er auf... Und dann machen wir uns einfach nochmal neu hier. Bringen das zum Leuchten, damit wir die Spur sehen können. Das ist der nächste Plan. Hey,
mal, ich dachte, ich... Kann ich jetzt den benutzen, um so ein bisschen... Zuckerwatte mit einer extra Portion Phosphor. Yummy. Nein, nicht? Okay. Ach so, was ich natürlich auch machen kann. Jetzt habe ich einen Grund, die Zuckerwatte da reinzustecken. Nein? Nix? Okay. Kann ich wieder zurückgehen? Mein Kämpferkodex verbietet mir unnötiges Blutvergießen. Ach so, ich tue den Organons mal den Gefallen. Ach so, natürlich. Ich will jetzt wieder als Leuchtmittel die Zuckerwatte benutzen. Ich könnte doch auch einfach die Taschenlampe anfangen zu benutzen. Beleuchte das mal. Ah ja, siehst du. Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Hallo, Kila. Da will ich wieder so kompliziert mit der leuchtenden Zuckerwatte machen und über die anderen Wände benutzen und dann geht's eigentlich viel einfacher. Zip. Aber ich hab doch schon geahnt, dass es da drüben sein wird. So. Ganz genau. Mensch, irgendwas hat sich verschleppt. Was war das? Wenn dieser Kofferraum da unten schon ein Zugang ist, bestimmt haust da irgendwas und hat sie entführt oder so. Aha. Da kommt mein zukünftiges Ich raus. Die Spur verschwindet hinter diesem Zaun. Versuchen aufzumachen? Oh, okay. Hinter dem Turm. Nadelhaufen. Das zeigt mir wahrscheinlich jetzt da hinten in dieses vergitterte Ding rein. Was auch immer das ist. Es ist ein Rohr, was ganz tief nach unten führt oder so. Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Dieses. Ich glaube, wir müssen ein Stück Heu da drin finden. Tja, freie Auswahl. Au, geh nicht. Au, ah. Hoffentlich sind das keine Junkie-Nadeln. Die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm, genau, im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Gell? Gleich das Erste, was ich mir dachte hier. Ein robuster Strohhalm mit einem Loch in der Mitte. Nach sowas greife ich doch immer wieder gerne. Bei dem Humor, das musste so sein. Wenn du die Nadel im Heuhaufen suchst, dann musst du im Nadelhaufen ein Stück... Heu oder Stroh. Ich rette dich, ein Held ist im... Im Anmarsch, mach das uff! Klemmt. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Mit dem Haken dran stemmen oder so? Nice. Okay. Der Kabelschacht. Ach, guck mal. Oh, ein echter Wal. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Ein Haken. Müllberg, da kommen wir nicht weiter. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Ew, aufräumen. Und hier, guck mal, wie lang da nach hinten die Schlange geht. An den Haken... Warum, Fischi, Fischi? Oh, ist wohl auf Diät. Also ich habe noch Fisch, aber ich weiß nicht, wie man den Fisch da... Warum, Fisch? Oh, er sieht sie... Er sieht sie nicht. Keine Sch... Ich werde bis zuletzt an dem Strohhalm festhalten. Warte, was hat er gesagt zu der Sardelle? Warum, Fischi, Fischi? Oh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Er sieht sie. Soll ich es beleuchten? Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Das Auge... Okay, aber vielleicht muss ich mit dem Strohhalm von vorhin irgendwas machen. Ein robuster Strohhalm mit einem Loch in der Mitte. Nach sowas greife ich doch immer wieder gerne. Oder, logischerweise... Oder wir trinken einfach den Tümpel kurz leer.
Ja, das wäre super krass. Und der Strohhalm würde einen prima Schnorchel abgeben. Oder so. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Goddammit. Genial. Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay. Ist nicht besser. Neue Mission. Als Schnorchel, aber nur, wenn jemand zuguckt. Einen Schritt näher und das Gewicht erspart. Aber das Schnabelkuscheltier will zugucken. Will ich vielleicht die Backup-Datasette einfach wegschmeißen? Einfach scheiß drauf, nie wieder zurücksetzen lassen. Psst. Die zweite Datasette bleibt vorerst besser mein Geheimnis. Ah, nicht einmal wegschmeißen. Die zweite Okay. Als Schnorchel. Jemand soll zugucken. Ich hätte ja spontan jetzt das Schnabelkuscheltier zugucken lassen. Kann ich vielleicht nochmal reingucken? Au! Ah. Au! Nein. Kann man vielleicht durch den Müllberg durchschwimmen mit dem Strohhalm? So nach dem Motto, Hamburg wäre mir lieber. Durch Müll schwimmen? Nein, auch nicht. Okay. Ich werde bis... Können wir ihn vielleicht verwirren, indem wir ihn anleuchten? Er sieht mich auch so gut genug. Zumindest schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich zum Sprung bereit macht. Oh, Katzen ich mag Katzen. Laserpointer. Das ist ein Weichenritzel. Ach so. Hier ist es hell genug. Damit kann ich nichts machen? Okay. Im Nachhinein weiß man es. Ja, ja, klar. Kann ich hier noch zurückgehen? Okay. Ich glaube, hier zurück wird es nichts mehr anderes geben, oder? Glaube nicht. Das ist, hier kann ich nur nochmal die gleichen Sachen abholen. Ich kann noch Fisch abholen. Ich kann Zuckerwatte zum Leuchten bringen. Vielleicht ein neues Kaugummi zum Kleben von Zeug? Okay, nee, da ist nichts mehr drin. Okay. Und es wurde gesagt, warum kommt geht die Kamera nicht nach unten? Bei der Sardelle hat er gesagt, die sieht da nicht deutlich genug. Vielleicht kann ich irgendwie... Also ich habe schon versucht, die Sardelle mit der Phosphorzuckerwatte zu kombinieren. Vielleicht kann ich diese... rein mit euch. Eintauchen? Ah, vielleicht fängt es dann auch an zu Obwohl leuchten. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Das Auge muss... Ist vielleicht gedacht, da zum Leuchten bringen? Oder soll ich das vor dem Wal vielleicht essen? Keine Chance. Ich werde bitten. Ich sollte vorher weiß. Vielleicht soll ich das vor dem Wal essen, einfach nur um den Wal irgendwie. Mich kann er ja gut genug sehen, um ihn neugierig zu machen. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist ruhig. Ist komisch. Da ist doch verdammt. Schnell weg. Schnell weg hier. Guck, deswegen denke ich. Komm, Fisch. Komm, Fischi. Er sieht sie an. Er sieht sie an. Also will ich sie sichtbarer machen. Oder einfach nur die Leuchte. Das habe ich auch. Das habe ich auch schon probiert. Ist wohl auf Diät. Okay. Wie bringe ich die. Oder die Sardelle mit dem Fisch in den Zuckerwatte. Oh Gott, ich habe rausgeklickt. Nein! Upsala. Möchtest du eine Info? Nee, noch nicht. Ich habe noch, hab noch eine Idee. Gleich mit dem Spieß rein? Das letzte Mal ging es ja nicht. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung.
Ich hasse Geräte, die nur machen. Trotzdem nicht, okay. Warte, kann ich mir noch... Könnte ich mir wieder... Oder vielleicht sie ein... schimmert leicht. Erstes Mal? Vielleicht mag der Wal eher Kalzone oder sowas? Alles klar. Alles klar. Ich habe die Stöcke ausgetauscht. Die Stöcke wurden ausgetauscht. Eine andere Sorte wird's wohl nicht sein, oder? Sagt ihr, er ist auf die... Jetzt steht er auf geschmacklos. Was passiert, wenn ich das ans Licht halte? Die Lampen leuchten genau. Das kann kein... Leuchten genau wie die Zuckerwattemaschine. Das Auge... Kann ich irgendwie meine Zuckerwatte sich aufsaugen lassen mit Flüssigkeit und dann den Fisch damit einschmieren? Krass, oh. Die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Oh, okay. Ich habe es nicht nötig, meine alten Stiefel. Ah, wie mache ich das sichtbarer? Grüße von Rin, Grüße zurück, Niffer. Gut. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Ich würde gerne dieser Delle hinhängen und dann irgendwie beleuchten mit der Taschenlampe oder einmal eintauchen lassen. Aber das mit dem Eintauchen funktioniert auch nicht. Mit Phosphorwatte kombinieren funktioniert auch nicht. Oh. Goddammit, meine Maus geht immer noch ab und zu rüber. Wie mache ich das sichtbarer? Kombinieren kann ich das nicht. Jetzt steht. Von den anderen Sorten habe ich noch gar nichts benutzt. Falls es wen interessiert, ich habe auch gerade keine Idee hier. Zuckerwatte mit Calzone-Geschmack. Wie reagiert er darauf, wenn ich es esse? Mein Dad sagte immer, das Leben ist wie eine Calzone. Beschissen! Wirklich! Nur wer gut kaut, bemerkt die Rattenzähne. What? Vielleicht können wir mit der Calzone irgendein Tier anlocken oder so, ein anderes. Ich kann jetzt aber nicht die Calzone hier das mit... Das Auge... Einfach die anderen beiden Sorten noch für gar nichts gebraucht. Wegen. Einen Schritt näher, ich erspare. Nein, auch nicht. Okay. Nur Wasser. Krass. Die Zuckerwatte okay, ist auch. Einfach implodiert. Nachdem der letzte Akt, den ich denn ohne Tipp durchgespielt habe, und dieser Akt lief gerade auch so gut. Ah. Hier tauche ich wahrscheinlich später. Wie bringe ich das zum Leuchten? Ich würde es so gerne ohne Hilfe auch schaffen, das Kapitel, nachdem es das letzte so gut gelaufen ist. Was könnte ich noch kombinieren? Verschiedene Zuckerwatte-Sachen damit versucht zu kombinieren. Ich sollte vor, wer weiß. Rohhalm wohl erst später zum Tau? Keine Chance. Ich werde bis zuletzt reinschieben in den Strohhalm. Ich brauche dich ordentlich. Hey, wo ist mein Eimer? Das hat mir schon.
Ich habe es nicht nötig, in kleinen Gewässern zu fischen. Meine alten Stiefel sind noch vollkommen in Ordnung. An die Sachen, da komme ich nicht ran. Hier kann ich auch noch nichts machen. Nee, ich glaube, ich habe echt jetzt gerade... Also ich weiß, was ich machen muss, aber ich weiß nicht, wie ich es machen muss. Denke ich. Ich muss den Fisch irgendwie sichtbarer machen, wenn er schon extra so sagt, aber er sieht ihn nicht. Aber wie mache ich ihn sichtbarer für ihn? Und hier sagt er auch sowas Verdächtiges, wenn ich es da reinklemme und rein so. Rein mit euch! Obwohl sie tot sind, guck, halten sie sich am Stock fest. Hm. Seltsam. Merkwürdig. Raupe, vielen Dank für den Host! Vielen Dank für den Host, vielen Dank. Hallo Sabishi. Hallöchen. Frage mich gerade, wie ich diesen Stock zum Leuchten kriege. Halt mich gerade in den Wahnsinn. Nein! Meine Maus rutscht weg! Was haben wir noch so? Ich habe die verschiedenen Sachen hier ausprobiert schon. So wie die Zuckerwatte an dem? Eine der Lampen stinkt nach Fisch. Das kann kein Zufall sein. Ja, ne? Ah, das war's. Eine der Lampen, was kann. Elektro. Hab ich jetzt ein Aal. Ein Aal draus gemacht? Nee, auch nicht. Ich wünschte, das könnte man in die Phosphorzuckerwatte reinhalten. Oh! Mist! Es lief so gut. Ich glaube ja, ich bräuchte zumindest einen Raum oder so. Nächster bitte! Nia! Danke für den Follow! Bediene dich an der Käseplatte! Die Raupen mit ihren hübschen Blattherzen. Hallo, hallo. So langsam bin ich am Ende mit meinem Latein. Vielleicht in der Phosphorlache auf dem Boden? Oh! Ich brauche doch keine Tipps. Ich glaube, ich habe echt alles andere probiert. Die allerletzte Sache, die ich noch nicht probiert hatte, anstatt es ins Wasser einfach... Weil im Wasser, als ich ins Wasser reingemacht habe, sind sie geflüchtet, die Viecher. Aber beim Boden können sie gar nicht flüchten. Ja, das ist natürlich, so, jetzt... Komm, Fischi, Fischi. Geht das jetzt? Er sieht sie anscheinend gar nicht. What? Ach so, muss ich die jetzt auch, nachdem ich mit Phosphor versorgt habe, jetzt... Ach so, jetzt erstmal, wahrscheinlich wie mit der Watte, jetzt muss ich das erstmal mit Energie versorgen, das Ding. Aber wir sind einen Schritt weiter. Okay, ich hab wieder Ideen. Das heißt jetzt auch entweder an die Lämpchen oder an den Strom oder so. Nein, das reicht schon. Leuchtender Köder an die Lämpchen. Okay. Gut, das sieht gut aus. Hallo, Wusler. Nächster bitte. So. Jetzt siehst du es. Aber, oder? Jetzt passt es doch. Fischi, Fischi. Ja, also. Hinter dem gesprungenen Fenster. Das ist doch keine gute Idee. Dummes Viech. Ach so, ist der Müll jetzt... der Müll ist jetzt nur weitergerutscht. Oder ist der komplett weggerutscht? Truhe. Ach, zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Gell, ich will nur das Beste. Habe ich irgendwas zum Aufknacken? Nee. Kabelschacht, da kommen wir her. Was haben wir hier? Boot. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Ich mag es, dass der Mond da hinten so eine Metallplatte hat an der Seite. Schön, muss man ja alles hier sauber machen. Die sind auch Bastler hier, die Leute. Na, oh, neue Leute. Wen haben wir denn da? Okay, ein neuer Typ. Willkommen auf Bosos Müllkutter. Boso. Ich bin Boso. Nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Illusianerin, von der du erzählt hast. Hallo, Topfpflanze. Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus. Ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was?
Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Weil die verrückt sind. Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Der Frauenversteher? Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Ich hab einfach zufällig den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Oh, so, pass auf. Einfach da an der Seite die Knöpfchen drücken, ja, und dann springt das raus, oder was? Daku, vielen Dank für den Host. Hup. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Nicht Restmüll? Die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Nächster bitte. Gaming like a Pro, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal, du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten, nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das war absichtlich. Das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst... Ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Was? Staub, Staub, Staub wischen. Haben wir zufällig ein Mikrofasertuch? Das wäre nicht schlecht. Oh, Schlüssel. Jups. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Ja. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Rufus. Der arme Kerl, Schaubwedel. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Oh Gott. Oh nein. Also wenn sie nicht mit einer Persönlichkeitsstörung aufwacht, dann weiß ich auch nicht. Sie kriegt nichts mit. Schade. Wo sie schon die ganze Mindbike-Action verschlafen hat. Ja, ne? Den Versuch war es wert. Wollt ihr mir was erzählen? Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Noch nicht. Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Ha, wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Zweite Mal, wo ich die Lösung gebraucht habe. Hier geraucht. Ach, du hast die Lösung geraucht. Dann ist natürlich was anderes. Hier so, du siehst, oh, ich bin frustriert. Lösung rauchen. Wir schaffen das. Na, kann ich irgendwie helfen? Kommt drauf an. Guter Versuch, aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Der Arme! Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Denken wir, dass der ein Pirat ist oder was? Schwarzbart? Ich glaube, der ist einfach nur ein Fischer. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan! Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. So ein lieber Kerl. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, Dachte ich mir's doch. Der Arme. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Der Arme. Und denk dran. Und denk dran. Halte dich an die Waffenruhe. Ich, na gut. Waffenruhe. Versprochen. Ha, das hättest du wohl gern, hä? Aber ich gebe nichts auf das Wort eines dreckigen Piraten. Ja, guck. Blackbeard. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja?
Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Ich glaube, er hat ein paar Vorurteile gegenüber Piraten. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal. Ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang... Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Die verstehen sich. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus, wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché. Okay, alles klar. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Er sitzt nur hier, so. So, warte. Gleich erste Sache, wir haben ja einen Schlüssel eingesammelt. Mach mal auf, was haben wir da drin? So, offen. Der Schlüssel kann weg. Nein! Goddammit. Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Weil die frische Tücher. Ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste? Und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Nein! Frische Tücher, bitte! Den Mädchen... Goddammit. Oh Gott! Die schafft bestimmt ordentlich was weg. Oh nein! Fettlöser auf den Staubwedel oder so? Das habe ich schon abgestaubt. Fettlöser und Drahtbürste. Damit bekomme ich jeden Datenträger sauber. Uff. Sollen wir dann erstmal hier... Bulls Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Oh, das ist ein extra Ritz. Das haben wir im Ruhe wieder sauber. Kleines Stäubchen. Oh, Kontakte. Staubig. Sauber. Oh Gott, das wird nicht gut ausgehen. Wenn ich jetzt Staubwedel benutze, dann passiert bestimmt... Bitte, bäh. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oje. Fettfleck, da muss ich wohl nochmal rüber. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Frau Rammel, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Jetzt ist staubig, aber da fettig. Was für eine Sauerei. Jetzt ist es verätzt. Shit. Muss ich über das Staubige darüber gehen? Ich hoffe, das gehört so. Staubig und fettig. Nein. Die Drahtbürste? Auf Golds Bewusstseinschip? Ja. Nur im absoluten Notfall. Ist doch Notfall. Nur im... Da ist alles mögliche jetzt drauf. Okay, es macht immer die beiden anderen Sachen schlimmer. Das heißt, wenn hier staubig und fettig ist, wo ich das hier anwende... Der Staub. Perfekt. Ich hoffe, das gehört so. Oh Gott. Nicht gut. Noch gebe ich nicht auf. Staubig und verätzt. Nur im absoluten Notfall. Ich glaube, mein Ziel ist, die Bürste zu benutzen, wenn auf allem alles drauf ist. Oh nein. Oh Gott, das wird furchtbar. Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. Ui, hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Jetzt habe ich alles verdreckt. Oh Gott. So gut wie neu. Ey, das sieht sogar ganz gut aus. Im Vergleich zu woanders herkommen. Ein R-Herzchen geht? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut. Der Brot! Danke für den Follow! Bediene dich an der Käseplatte. Moment mal. Waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ja. Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer.
So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Pass auf, jetzt wird sie mich tatsächlich super als Held sehen. Jetzt wird sie begeistert sein. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Rolfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Keine Sorge. Oh, also erstmal das Wichtigste. Ich habe dich gerettet. Ich habe dich gerettet. Rolfi. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen weißen Geschmack auf meiner Zunge. Kawaii, Charlie, danke für den Follow. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja. Bediene dich an der Krise. Offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum. Du kannst dich ja auch später noch bedanken. Schon in Ordnung. Dein Implantat war kaputt, aber ich habe es meisterhaft wieder gereinigt. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja. Ja, Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Wie auf den CDs. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch damals dran erinnern, wenn du ja auf einer CD einen Kratzer drauf gehabt hast, zum Beispiel auf einer Musik-CD oder irgendwie sowas. Noch besser auf einer Schallplatte, aber. Auf CDs, dann gab es auch mal Lags, wenn du Spiele gespielt hast und sowas. Das war. Oder sie sind komplett abgestürzt. Die zerbrochene Schallplatte hier. Cletus ist. Der Cletus, der ist übrigens ein Verräter. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unserer Erkundungsmission. Ja, schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Damals. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Ja, heutzutage, CD heutzutage, was? Du brennst vielleicht eine CD oder eine DVD, wenn du irgendwelche Schul- oder Uni-Abgaben abgeben musst oder so. Oder für Arbeitskollegen oder sowas. Aber für den sonst? Und ganz früher Kassette, ja. Hallo, wir sind in der Zukunft. Heutzutage wird alles digital gekauft und runtergeladen. Deponia will zerstört, soll zerstört werden. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Sie hat so einen leeren Blick die ganze Zeit. Ich glaube, das kommt durch meine Reinigungsaktion. Die alten Zeiten. Kratzer drin, mit Zahnpasta polieren und alles wieder fit. Die gute alte Zahnpasta, ja. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir sollten den Kutter flugtauglich machen. Argus eine Falle stellen, Organon-Kreuze kapern.
Der Kreuzer war ziemlich groß zu kapern. Eine Falle stellen? Wir sollten Argus eine Falle stellen. Wir heben erst eine Grube aus, dann tarnen wir sie mit Schlamm, dann lösen wir den Alarm aus. Und während du als Giraffe verkleidet auf einem angrenzenden Berg... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Kletis ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir werden Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Auf geht's. Oh, ich darf wieder? Nice, nice. Ja, und jetzt? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich weiß ich das. Mal sehen. Oso? Ich glaube, alles andere hatten wir schon. Ja, ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Alles gut? Und wie? Mir ging es nie besser. Danke für alles, Rufus. Kein Problem für mich. Aber noch sind wir nicht in Elysium. Lass uns beeilen, okay? Oh ja. Oh ja. Jetzt kann das auch noch kurz warten, keine Sorge. Nachdem wir schon so lange unterwegs waren. Alles fit? Und wie? Mir ging es nie besser. Danke für alles. Kein Problem. Aber noch? Lass uns beeilen. Ja, lass uns gehen. Gucken wir, was hinter den Turm. Hier gab es noch einige Sachen, die ich noch nicht benutzen konnte. Da, beim Turm. Oh, da sind sie. Oh oh. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, das ist lustig. Ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Meine zerbrochene CD habe ich mit Zahnpasta auch nicht heilbekommen damals. Die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Jetzt guckt ja jemand zu. Jetzt können wir hier das benutzen zum Tauchen. Hier, weißt du. Dieses Ding. Ich habe das mit der Zahnpasta übrigens nie ausprobiert, aber ich habe irgendwo schon mal gehört, dass es tatsächlich gehen soll. Ja, hoffentlich findet Stone noch ein bisschen Zahnpasta, ja, für diese nette Dame da. Ich hoffe, Gold passt gut auf. Genau. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Dieses kleine Röhrchen. Was will ich alles? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später. So weit weg ist es gar nicht. Mach das Fenster auf. Oder komme ich da raus? Oh, was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist. Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Linkes Fenster. Dreh an der Kurbel. Nice. Kann ich... Hupe? Aha. Das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Genau. Was uns zu Plan B bringt. Jetzt raus. Gabel. Yes. Oh, guck mal hier, wie geskillt. Und Motorhaube. Mit dem Fuß. Nice. Müssen wir auch irgendwie aufmachen. Solange das Verdeck zu... Was soll ich denn mit dem Fuß machen? Kann ich irgendwas Spikes hier kombinieren? Oder Nieten, okay. Aber eine Gabel? Ja, wo ist das Problem? Ich komm mal hier rüber kurz. Komm ich mit der Gabel da rüber dran? Ans Verdeck? Dammit.
Au, solange... Wo kann ich noch hin? Kann ich mit der Gabel... Soll ich Goal die Gabel geben? Oder was ist das? Echt? Oh! Was war das? Miau. Nein, das war keine Katze. Nicht? Das war irgendwas Großes. Miau. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet habe. Den Luftdruck ausnutzen. Au. Dass die mich nicht sehen. Nimm's mit. Reiß dich mal zusammen. Das war nur der Wind. Nein, das war nicht der Wind. Das war eine komische andere Ente. Ich spare mir meine... Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Wieso habe ich es dann überhaupt so weit hier geschafft? Was soll ich mit dem Schnabelkuscheltier machen? Wie bescheuert. Werf es zu ihnen. Die würden ein super Trio abgeben. Aber mir reichen schon zwei Witzfiguren, die den Weg versperren. Ich habe das Rätsel gehasst. Gaming like a Pro, jetzt hier gerade eben, oder wie? Was bringt mir das jetzt hier? Ich spare mir meine... Ich kann nicht näher die Orga... Oh, warte, ich komm hier gar nicht mehr weg? Ich spare mir... Oh, ich komme hier auch gar nicht mehr runter. Ah, okay, dann kann ich jetzt noch jetzt das hier. Kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Aber das bringt mir ja gar nichts. Ich spare... Alles zu seiner Zeit. Erst die Organons platt machen, dann Goal meine tollen Sachen zeigen. Ich spare mir... Echt jetzt? Was mache ich jetzt mit denen? Taschenlampe. Hier ist es hell genug. Will ich hier irgendwas... Ich ordne... Hey! Will ich hier irgendwas kombinieren? Ich sollte... Wer weiß... Kurbel. Ich spare mir meine... Ich spare... Was will ich hier tun? Ich spare... Einfach wieder drunter legen? Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo? Ist da wer? Die verunsichert? Du bist Paranoid 2017. 2017... Oh! Oh, jetzt... Okay. Ich wollte sie nur nervös machen. Warum habe ich das dann rausheben können? Sie am Hebel! Ich wollte sie noch mehr ablenken mit der Ente. Das Rätsel ist, finde ich, eins der schlechtesten im Spiel. Welches Rätsel jetzt? Das mit der Ente? Das mit der Gabel oder was? Sentinel hat es auch nur durch Zufall nicht gelöst. Übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Ist aber kein guter Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen das weiter. Das ist sexistisch. Die ist echt groß gewachsen, jetzt wo sie es vorhin gesagt haben. Meine Verkleidung. Lites Verkleidung. Oh, Ebba ist weg. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnucki-Maus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzi-Pups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Nein. Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Noch genau. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und
lasse das Original auf der Plattform liegen. Hm? Dann sind alle glücklich, richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn sie mich hintergehen, schneide ich ihnen persönlich ihren hässlichen Kopf ab. Oh. Okay. Ja. God damn it. Das Rätsel im quiekenden Schnabeltier, echt? Das fand ich gar nicht mal so schlimm jetzt, das Rätsel eigentlich. Und auch gar nicht mal so unlogisch. Oh, ich kann oben. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Shit. Uhr ist stehen geblieben. Ist aber nicht so gut. Aber auch das. Passwort nicht geändert? Okay. Warum ist sie eigentlich schon ohne mich hochgefahren? Es sei denn, Cletus hat auf sie gewartet. Es kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha! Und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Wir müssen ihn nur verkloppen und seine Klamotten nehmen. Gib auf, Cletus. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Asgarten im Shai-Hulu. So wie ich. Oh. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Zu komplex. Schmach dich Kopfsalat, Cletus! Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Hallo, Morokai. Widerlicht. Widerlicht. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Ich muss an seinen Werkzeugkasten. Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit, dass ich nicht lache. Tret ihn einfach runter! Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Oh. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Wir müssen jetzt verwirren. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn Gell? Ein Papagei und zwei Katzen. Alles schon gehabt, ich ja. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat. Das Inventar ist genauso groß. Rufus ist mit dir um einiges voraus. Es reicht. In Sachen Körpergeruch dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Gib auf, Cletus. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Hallo, siehst du nicht, dass ich anders aussehe? Achso, dass ich nicht... ich muss ihm nachsprechen. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey! Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Da kann er tausendmal meine Klamotten auftragen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Der Bart? Oh, Himmel. Oh. Ein rosa Tanga? Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Ach so. Was tust du? Lass das! Zieh dran! Autsch! An den Flaggenmast! Nein! Nicht! Das ist eine gute Idee. Schön hochgehen lassen. Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium!
Nicht so schnell, Freundchen. Was ist dein Problem? Sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das! Vergiss es. Schnee von gestern. Wir haben den doch nur verarscht. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Nein. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Er hat den halt kleinen Ausraster. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Die ist von dir. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Oh, shit. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her, ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe, damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Will ich die Datasette rausholen? Nein! Don't do it! Was passiert, wenn ich nichts drücke? Ich kann hier nichts anderes machen, oder? Nee, ich kann nur die Datasette ersetzen. Schnell, alternatives Ende! Komm schon, komm schon! Nein. Die traurige Musik auch noch. Oh Gott, Gaul. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Oh, Goal, es tut mir leid. Oh nein. Er ist da. Eine Stunde warten. Bravo. Ach, auch das noch. Argos, endlich. Holen Sie mich hier runter. Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Oh nein. Oh, ich kann nichts machen. Okay. Tu es nicht, Rufus. Sei jemand Größeres. Wachse über dich hinaus. Oh Gott, er hat die Backup-Datasette tatsächlich rein. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein. Das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja. Mal sehen. Gott, wie er schaut. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Du Goal. Du Goal. Ja? Es ist so. Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Sag es! Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden.
Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Jetzt beruhige dich doch! Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich es dir noch erzählt. Jetzt ist es noch schlimmer als vorher. Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen, es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Das ist so oder so nicht gerade optimal. Haben wir noch was in der Tasche? Spitzenunterwäsche. Für Männer. Kann Sexy. Aber halten. Was? Ja, wo ist jetzt die andere Datasette? Wenn ich draufgehe, wird es dir leid tun. Weil du dann schuld bist. Ach, Mann. Cletus, verbinde dich mit mir. Achso, kann ich ihn nicht runterholen. Puh. Glotz nicht so. Mist. Nicht hinsehen, Rufus. Einfach nicht hinsehen. So nah und doch so fern. Da habe ich nur die Backup-Datasette. Wer hat denn die normal? Dieser Argus hat die normale geklaut, oder? Argus? Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann, Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Datasette. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Portafisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Portafisco. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Oh, kann ich einfach nehmen jetzt? Bestimmt geht es nicht einfach so, oder? Das ist meine Chance. Go, 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 go! Nice, Ableseautomat. Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment zurück sein. Können wir nicht noch irgendwie gucken? Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment zurück sein. Angucken? Das Gerät ist Cletus wie aus dem Gesicht geschnitten. Es ist ein Hintern. Ein Ableseautomat. Go, go, go. Oh, das riecht schon verdächtig nach Finale. Hallo. Oh, shit. Er hat ihn runtergelassen. Na? Überrascht? Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Hm. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum, die Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können, aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart Niemals. Dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Oh, shit. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Komm Kein schon, Problem. Rufus. Sei vernünftig. Ich will's tun. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Ich gebe einfach die andere. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Niemals! Niemals! Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können,
dass dir dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja ein Erste-Reihe-Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Erste-Reihe-Ticket? Warte noch! Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Wir können doch über alles reden. Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette, weiter nichts. Mist. Was ist, wenn ich nochmal, niemals sage? Geht dann alles zu Ende? Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Oh, ich kann's gar nicht. Okay, da sagt er nur das Gleiche. Okay. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Nein! Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Er ist so böse. Ich hasse diesen Typ. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Das stimmt, ja. Es ist dunkel, du siehst eh nix. Das zählt nicht. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Nein! Goal! Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuvak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Macht's gut, ihr Trottel! Lauf! Oh, oh shit! Schnapp diesen Verräter! Erschießt ihn! Na, mein Freund, hast du was verloren? Die Datasette! Bravo, Herr Oberkontrollrat! Oh, ich muss was tun! Geländer, Fahrstuhl. Verdammt, der ist zu weit weg. Dammit. Hier, Griff. Ich muss weg. Halt, stopp! Was tust du? Das funktioniert niemals! Oh oh. Seine Augen. Oh oh. Au, in den Nadel laufen. Und der Pirat ist direkt an meiner Seite. So schnell wieder zurück. Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt. Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Ja, ich glaube, dass mein Rückgrat ist gebrochen. Ding. Sprechen ist gerade schlecht. Ich mag den Zeichenstil so sehr von Deponia, habe ich noch gar nicht gesagt bisher. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Hast rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist.
Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die R gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das Hussa und so. Der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Oh, das Ende. Was? Es gibt mehr als nur einen Teil? Das muss gespielt werden. Und da ist er, davon. Hey, das haben wir in 2 Streams das hier durchgespielt. Ne, 3 Streams waren das. Gut, und 2 von den Streams habe ich jeweils 4 Stunden durchgespielt. Also, saugeil. Also, ich habe mir schon gedacht, dass mir wahrscheinlich der Humor gefallen wird und so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefallen wird. Ich meine, Lotti, ne? Lotti, mein Lieblingsschatz jetzt, mein neu gewonnener Schatz. Nächster, bitte! Sehr, sehr nice. Sehr, also, ich fand's echt toll. Ich habe schon öfter gehört über Deponia, dass die Rätsel sehr verrückt sein sollen und total ausgefreakt werden sollen und so. Und es war auch so, fand ich super cool. Und nach dem ersten Akt konnte ich alles selbst lösen. Im ersten Akt habe ich, glaube ich, so 2-3 Hinweise gebraucht, auf was ich denn jetzt zu achten habe. Das Rätsel mit den Hüten hat mich fertig gemacht. Das war ziemlich verzwickt. Also, ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich auf jeden Fall den nächsten Teil sowieso spielen werde. Das hat mir jetzt Lust auf mehr gemacht. Ich will jetzt wissen, auch wie es von der Story her weitergeht. Also ja. Hat mir sehr gut gefallen. Genau nach meinem Geschmack, der Humor. Das Writing und so weiter, richtig cool gemacht. Die Rätsel auch, da musste man schon ordentlich nachdenken an so einigen. Oft ist es, zumindest mir geht es so, oft bei Puzzle Games, dass die Rätsel entweder viel zu einfach sind und ich überall einfach durchspaziere, oder sie sind so dermaßen schwer, siehe Mistreihe und sowas, ne? Die Mistreihe. Dass ich es einfach aufgebe, weil die so knüppelhart sind, die Rätsel. Und das war ein guter Mix, fand ich. So eine Mischung aus schwer, aber trotzdem noch schaffbar, wenn man sich ein bisschen länger ranhockt. Jeder liebt Lotti, ja. Nächster, bitte! Rufus, habe ich dir denn nicht gesagt, dass das nicht möglich ist? Lotti! Ich kann dir sagen, Teil 2 und 3 wurde definitiv nicht schlechter. Oh ja, freue ich mich schon drauf. Hast du überhaupt eigentlich Deponia 2 bis 4? Ich habe Deponia 2 und 3 auf GOG. Also, das können wir auf jeden Fall noch machen. Deponia 4 habe ich nicht. Aber das kann man sich ja dann holen, wenn man soweit ist. Vielleicht wird es irgendwann im Angebot sein, bis wir mit Deponia 3 durch sind. Und dann können wir uns noch Deponia 4 holen und auch spielen. Das Huträtsel ist einfach nur Irrsinn, ja? Ich glaube, ich habe von allen tatsächlich gehört, dass es echt verrückt war. Okay, keine Secret-Szene oder so. Okay, cool. Also habe ich sehr Bock drauf. Sehr Bock. Ich weiß nicht, ob wir direkt dann beim nächsten Stream damit weitermachen, aber ja. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Nächster Teil, bitte! Nächster, bitte! Ich lasse die Musik noch ein bisschen laufen. Sehr nice. Hat mir so gut gefallen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich es zumindest schon mal direkt installiere für Donnerstag, ne? Direkt für den nächsten, für Freitag, direkt für den nächsten Stream. Und dass wir einfach weitermachen. Vielleicht ziehe ich mir einfach alles direkt am laufenden Band rein. Alles direkt hier, ne? Bin ich mal gespannt. Nächster Teil, bitte! Ja, erstmal muss ich den nächsten Teil noch runterladen, installieren und so weiter. 9 ESO! Ja, Elder Scrolls Online, sorry, ist jetzt so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ich wollte ja 2 Stunden Deponia und 2 Stunden Elder Scrolls Online spielen, aber Deponia hat mich so in seinen Bann gezogen. Ich habe dann gemerkt so, 2 Stunden Deponia schon vorbei. Eigentlich jetzt ESO wollte ich spielen. Aber Deponia, es hat mich so reingezogen! Ich habe die Charaktere so schnell so lieb gewonnen, dass ich so gerne sofort weiterspielen wollte.
Deswegen tut mir leid an alle, die ESO sehen wollten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Weil Deponia fand ich ganz schön geil.